Der Lockdown ist jetzt endlich vorbei, zumindest für Genesene und Geimpfte. Worauf freuen Sie sich denn am meisten? Schwer zu sagen. Auf das, dass wir einfach wieder frei sind. Auf was? Na, dass wir wieder normal spazieren gehen können, dass wir wieder Hallo sagen können, dass wir sich ein bisschen warmen können und fröhlich sein können. Ja, man kann alles machen. Man ist nicht eingesperrt, man kann jederzeit raus. Man kann wandern gehen, spazieren gehen und kontrollieren ist völlig okay. Dass wir wieder raus können. Einfach unter Menschen. Das ist wichtig, glaube ich. Sonst vereinsamt man. Die Enkelkinder, Urenkel, also das ist das Schönste. Wenn man sich zu Weihnachten wieder sehen kann. Nicht so wie vorher geschah, dass das nicht möglich war. Wie geht es Ihnen denn mit den ganzen Restriktionen, beziehungsweise jetzt am Weihnachtsmarkt, die 2G-Regelung, FFP2-Maske und so weiter? Absolut. Absolut kein Problem. Im Gegenteil, ich finde es sogar richtig. Ja. Ich finde es auch richtig, ja. Überhaupt kein Thema, das ist vollkommen okay. Sollte auch so sein. Keine Probleme damit. Wir sind geimpft, genesen. Wir haben alles, wir haben die Maske mit. Also wir haben kein Problem, wirklich nicht. Wenn man sich ein bisschen nach den Regeln hält, no Problem. Und gehört für Sie der Weihnachtsmarktbesuch dazu, zur vorweihnachtlichen Stimmung? Ja, Stimmung ist eher weniger, aber es ist okay. Man kann doch in der Gesellschaft, sage ich jetzt einmal, unter Gleichgesinnten verweilen. Oh ja, gehört schon dazu. Wenn sich die Leute alle halten, dann ist es gut. Ein bisschen finster muss werden, dass man wieder ein bisschen die Lichter sehen und so weiter. Ein bisschen schon, ja. Ja. Würde es Ihnen sonst fehlen, wenn es nicht aufsperren dürfte? Es fehlt schon was, ja. Es ist nur ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, dann denke ich mal, es gehört einfach so zu den Gebräuchen so dazu und es passt.